Es ist Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika 2010 und es ist das erste Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Australien. Die Stimmung schwappt so langsam über, auch hier an der Freilichtbühne in Schwerin. Es ist eine Viertelstunde bis zum Anpfiff und es ist eine gute Stimmung hier. Wir hören Ufte auf der einen Seite, Vuvuzelas auf der anderen Seite. Sie hört vielleicht die Lärm hinter mir, es ist schon gut was los. Und ich wünsche euch gute Unterhaltung bei den Impressionen der ersten Halbzeit, bei der sich Jogi Löw entschlossen hat, doch mit Miroslav Klose anzufangen, mit Müller auf der rechten Seite. Wir hoffen das Beste, drücken unseren Jungs die Daumen und sagen alles Gute, toi toi Deutschland gegen Australien. Thank you.
Chipperfield. Liebe Rückkehr, vollständig den Namen vorgeschrieben. Manche sehen, erinnern an die 90er Jahre mit Leuten wie Thomas Hessler oder Pierre Lipaski, viele in den 1-2-Situationen, die ihm einen ausspielen. Mit dem Herzen in der Hand und der Leidenschaft in meinen Füßen. Jo, Halbzeit im Spiel Australien gegen Deutschland 2-0 für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Und wir wollen ein bisschen die Impressionen einholen hier zur Halbzeit. Zurzeit läuft die Sportfreunde Stille mit ihrem WM mit 17:45. Jetzt nehmen wir mal hier in die Menge. Wie fandet ihr die erste Halbzeit? Richtig geil! Wie habt ihr das gesehen? Klose zum Anfang, wie hast du das gesehen vor dem Spiel? Ja, wir müssen auf jeden Fall noch zwei Tore schießen, damit wir die Bilanz halten. Gut, wie hast du das, die Szene mit Özil gesehen, die Schwalbe? Ja, da wollen wir noch verhandeln. Ja, die Stimmung ist großartig, es ist hervorragend gelaufen, die erste Halbzeit. Deutschland führt 2-0 gegen Australien durch die Tore von Lukas Podolski und Miroslav Klose. Und dementsprechend ist die Stimmung in der Freilichtbühne hier in Schwerin hervorragend. Und jetzt wollen wir mal sehen, was die zweite Halbzeit bringt. In wenigen Minuten geht es weiter. Joachim Löw scheint alles richtig gemacht zu haben. Müller mit einem starken Spiel. Klose macht sein Tor und wir freuen uns auf die zweite Halbzeit hier in Schwerin. Das ist im Namen des Konzerts der Großen. Und da hat sich die deutsche Elf zumindest an der ersten Halbzeit hier in Dörben hervorragend integriert. Klose nach dem Fall von Niel, inzwischen wieder auf den Beinen. Lukas Niel, der Bad Boy, früher in England, gelbe Karte für den Kapitän, Mr. Gnadenlos, hat in der Premier League bei Blackburn 5 Platzverweise auf seinem Konto. Inzwischen hat er das Land verlassen und spielt bei